Da sieht einer hungrig aus. Wir müssen diesen Käfer also mit einer dieser Honigbeeren füttern. Ich glaube, ja. Ich glaube, er möchte, dass wir auf ihn reiten. Los, steig auf. Müssen wir denn wirklich auf ihn reiten? Na klar, diese Segen sehen wir doch hier. Komm schon. Oh, ich... Ja, aber erstmal die Kisten hier untersuchen. Da gibt es ja einer von diesen kleinen Drecksbelger. Okay, da oben gab es sowieso nichts mehr. Ich hasse dieses Geräusch. Ich hasse es, wenn dann irgendwelche Käfer am Ohr dann so machen. Am liebsten werde ich ausrasten und alle Käfer hier vernichten. Vielleicht habe ich auch eine komische Phobie. Kann auch sein, kann auch sein. Schokolade, wir sind endlich da. Wie viele Panzer brauchen wir? Diamundo sagte, er bräuchte 7. Okay, 7 Panzer braucht er. Yay! Nein! Roboter, verschwinde nicht unter der Erde. Was bist du für ein Kerl? Da können wir runterklettern. Vielleicht könntest du an der Liane dort runterklettern. Wie dumm muss man sein? Echt jetzt? Okay, einen habe ich schon. Und hier noch einen. Okay, gut. Ich will mir jetzt gerade was angucken. Wusste ich doch. Aha. Ja, ich weiß. Friss Kacke. Ja, raste aus. Jetzt fehlt nur noch einer. Weiter so. Der hat mir so eiskalt abgestochen und trotzdem kann ich noch weiter. Wir haben alle 7. Oh, na endlich. Ist ja ganz blass. Ist alles in Ordnung? Oh, mein Gehirn muss vor lauter Ekel kurz abgeschaltet haben. Aber das lasst uns lieber diese Blinde zu dir Munde. Okay, ich wurde wieder mal gestört. Das ist ja nichts Neues. Und hoch. Wieso ging er kampflos? Das ist auf der anderen Seite. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Ja. Wie hat
mich das jetzt getroffen? Ich wusste, dass man da hochgehen kann. Komm mal, du kleine Missgestalt. Stardogs Café. Hier ist auch noch einer von euch Knastbrüdern. Okay. Okay, dann haben wir es. Jetzt kann er in Ruhe rausgehen, ohne irgendwelche hinter irgendwie Sorgen zu machen, dass man irgendwas nicht vergessen hat. Ach, da habe ich ja die Honigpelle geholt. Und wir sind fertig. War der Nebel auch schon davor da? Guck mal, ist ihn wieder da draußen. Ein Glück. Wetten, der Munde beschwert sich, weil er so lange gedauert hat. Wieso sollte er? Aber ich habe ganz viele Panzer mitgebracht. Es sollten mehr als genug sein. Sie sehen grandios aus. Nun kann ich die Asmodeus vollständig reparieren. Ein Glück, da hätten wir, mich keine 10 Pferde nochmal reingekriegt. Ich mache mich direkt wieder an die Arbeit. Nun dauert es nicht mehr lange. Okay. Fertig, Asmodeus ist wieder wie neu geboren. Super, vielen Dank, Diamondo. Falls uns noch jemand angreifen sollte, können wir jetzt wenigstens wieder fliehen. Hey, fliegt vorsichtig, ist das klar, ihr Grünschnäbel? Machen wir auch noch, vielen Dank. Wir müssen los. Kapitel 5. Sag ich doch. Das geht so schnell mit dem Kapitel hier. Ja, yeah, Vögel und geile Grafikbugs mit den Wolken. Ach, jetzt kommt der Moment. Stinke nach Käfern. Igitt, ich glaube, es wird höchste Zeit für eine Dusche. Jetzt kommt die perverse Stelle im Spiel. Er geht zum Bad. Unterhose. Ups. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du gerade... Hä? Was? Was haben wir denn da? Oh, scheiße. Warum hast du uns nicht einfach gesagt, dass du ein Mädchen bist? Ich habe ja nicht gefragt. Aber warum sprichst du so und verhältst dich dann wie ein Junge? Das ist immer eine Angewohnheit von mir. Angewohnheit nun mal halblang. Und du bist ein Mädchen, also verhalte dich auch wie eins. Ich kann mich so verhalten, wie ich will. Ich weiß, aber deswegen musst du uns doch nicht zum Narren halten, oder? Dein wahres Ich verstecken. Jetzt lass mal gut sein, Red. Ich beruhige dich mal, okay? Ich? Mich beruhigen? Sie hat mich die ganze Zeit an der Nase rumgeführt. Sag ihr, diese Mädchen. Wir haben einen Anruf. Trebek ist dran. Ich sehe, ihr lebt noch. Die Darwin-Inseln haben euch ganz schön zugesetzt, was? Aber ich bin mir sicher, ihr seid es mittlerweile gewohnt, Schläge einzustecken. Wollt ihr wissen, was das nächste Ziel der Spezialeinheit ist? Die Shetland-Minen. Danke, ihr liebster Quebec. Pass gut auf dich auf, Fräulein. Schokolade, du natürlich auch, Red. Ist das... Dann sollten wir nach Shetland aufbrechen. Ich glaube, das ist die Insel. Das ist die Insel. Gut. Nächstes Ziel. Quest. Ah, okay. Spinner. Ach, ich mach erstmal die bei Darwin-Insel. Hier sind die Queste, die du das handeln kannst. Schneller und große.
Was brauche ich eine Stufe denn dafür? Große Fische. Ach so, das sind die Missionen da. Zusätzlich, und ich habe mal beide einen Reinflieger gebaut. Dann müssen nur eine Hütte, welche schneller ist. Okay, ich muss die testen oder was? Flieger, die von Diamondo zur Seite gebaut wurden. Dann sage ich Diamondo zur Seite sofort Bescheid. Einen Moment bitte. Okay. Hallo, ich habe gehört, ihr soll ein Rennen stattfinden. Hört sich nach Spaß an. Das hast du richtig gehört, aber es ist kein gewöhnliches Rennen. Heute ist das Finale. Das Rennen wird entschieden, welcher Flieger schneller ist, Susette oder meiner. Ich werde diesen kleinen Mädchen zeigen, dass sie gegen meinen Flieger nichts zu melden hat. Freu dich nicht zu früh, Opi. Meine Maschine ist eindeutig schneller, du wirst schon sehen. Okay, die Frage klären wir auf der Rennstrecke. Welchen Flieger soll ich nehmen? Meinen natürlich. Schnickschnack, meinen. Oh je, so wird das nie was. Ich entscheide besser selbst. Susette, ich mag das Mädchen mehr. Mein Flieger ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Der geht ab wie Komet, versprochen. Du möchtest doch bestimmt eine Runde mit einer Spezialmaschine drehen, oder? Ja. Da ich ein bisschen fliege. Yay. Die Maschine ist so aerodynamisch, dass sie in der Luft wie einfach ein Messer durchschneiden wird. Dagegen hat die Schrottkiste von dem OP keine Chance. Ich glaube, du könntest eine Zeit von nur 3 Minuten schlagen. Durch Band im Zeitlimit hältst du einen neuen okay. Unter 3 Minuten? Schaffe ich das? Mal sehen. Das ist die gleiche Strecke wie davor. Ey, das Flugzeug geht da mehr ab. Also ich mag es bisher. So. Das lässt sich viel, viel besser lenken. Kam gerade wieder durcheinander mit der Steuerung. Ja, komm hoch mit dir. Hör auf mit der Kacke. Ich komme mal so durcheinander mit der Steuerung. Okay. Das war wieder knapp. Du Scheiße, Mann. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt nach unten geflogen bin. Okay, komm. Wieso fliegst du so hoch, verdammte Scheiße? Ja, leidet mal eine Runde, ihr Wichser. Ich bin mich letzter, verdammte Scheiße, Mann. Muss ich gleich die Mission nochmal machen. So.
Okay. Ich wurde erst, aber ob es mir jetzt gebracht hat, weiß ich jetzt nicht. Hat sie nicht unter 3 Minuten? Verdammt! Ich habe das nicht geschafft unter 3 Minuten. Ah, ich habe gewonnen. Gut gemacht. Ja, ich habe es gewusst. Meine Maschine ist die schnellste. Ja, die Geschwindigkeit ist der Hammer. Der totale Adrenalinkick. Verdammt. Na, alter Mann, wie gefällt dir die Geschwindigkeit meines Meisterwerks? Hm, du bist wirklich besser geworden. Du hast gewonnen. Für dieses Mal. Das Lob aus deinem Mund zu hören ist irgendwie komisch. Deine Maschine war auch schnell. Hm, aber das nächste Mal gewinne ich. Die Herausforderung nehme ich an. Ach ja, hier ist deine Belohnung, Red. Danke. Und was jetzt? Das war's für dieses Mal, aber wir werden dieses Rennen jederzeit nochmal machen. Nimm den Job bei der Questbörse wieder an, wann immer dir den Sinn danach steht. Okay, vielleicht probiere ich das nächste Mal die andere Maschine aus. Mach das, Red. Ich freue mich schon darauf. Ich glaube, irgendwann mache ich das. Wenn ihr irgendwie sagt, dass ich das machen soll, dann kann ich das auch machen. Ich weiß. Und raus. Nächstes Ziel. Spinon. Das sieht alles so heftig aus bei diesen Spielen. Hier sind die Küste, die du zurzeit annehmen kannst. Große Fische. Ein gefährlicher Riesenfisch hat sich in der Kanalisation eingenistet. Niemand muss ihn beseitigen. Komm zur Schleuse. Ich glaube, ich weiß, welchen Fisch er meint. Bitte fahr mit der Gondel zur Schleuse. Viel Erfolg. Nein, nicht mehr. Oh. Leute, einmal zeigen reicht. Man ist nicht dumm. Die kleinen Kinder von heute sind nicht dumm. Die können sich jetzt merken, wo man hingehen muss. Hoffe ich mal. Okay, es gibt welche, die sind wirklich trotzdem so behindert und merken sich nicht den Weg. Hast du den Job angenommen, um von den Riesenfischproblemen zu befreien? Ja, das habe ich. Also erzählen Sie mir mehr über diesen Fisch. Es gibt zwei. Sie sind aggressiv und riesig. Sie haben sich in der Sinister-Sektor eingenistet. Alles klar, egal ob Fisch oder Tier. Mich hält nichts und niemand auf. Haha, ich wusste, dass du eine erfrischte Abwechslung sein würdest. Aber du kannst erst zurückkommen, wenn du den Job komplett erledigt hast. Bist du bereit? Ja. Überlassen Sie das nur mir. Perfekt, dann lass uns gehen. Okay. Du hast den Zisternensektor. Achso, Zisternensektor erreicht. Viel Glück da unten. So groß ein Fisch auch sein mag. Ein Fisch bleibt immer nur ein Fisch. Da ist dann der erste, sollte da drin sein. Geh vorsichtig weiter, okay? Alles klar, es geht los. Ich weiß, wo der ist. Da ist ein Riesenpapa. Das ist der Mann, ist das ein Riesenbrocken? Ah, oh, das ist Katie, die du da vor dir siehst. Was? Sie haben den Fisch einen Namen gegeben? Red, Konzentration bitte. Verstanden, okay, wie beseitige ich denn nur diese Ungeheuer aus der Tiefe? Diese kommen nur an der Oberfläche, es sei denn, man nutzt einen Köder. Das heißt also, du bräuchtest jetzt einen Köder, bevor du angreifen kannst. Was denn zum Beispiel? Dich. Bitte was? Lock ihn heraus und erledige ihn dann damit den riesen kleinen Fische. Ein Kugelknallfisch. Die Kugelknallfisch sind, wo die Gegner sind, fang ein und dann, ja. Na klar. Willst du mich verarschen? Immer so schnell.